Ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Eieiei. Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, am vergangenen Freitag kam wieder ein Satisfactory Video von Coffee Stein raus und dabei, ja, also es war eigentlich kein Video, es war eigentlich nur ein Livestream mit vorne ein bisschen Video dran, sag ich mal. Oder die Aufnahme von Livestream, über 2 Stunden, ne? Ich habe alle 2 Stunden reingezogen und ich habe was Interessantes gesehen. Und zwar, da wurde ja quasi das Map-Update gezeigt, was sich so ein bisschen ändern könnte. Und hier bei meiner Highspeed-Anschlussfabrik, da ist ja hier in dieser Schräge, sag mal, so eine kleine Wüste, so eine Sandrampe. Da gibt es ja ein, ich weiß nicht, ein Stickstoffgas. Stickstoffgas-Vorkommen. Ja, genau, müsste hier irgendwo sein. Und das wird anscheinend seine Stelle ändern. Und zwar kommt es hier oben irgendwo hin. Und zwar genau da, wo meine Fabrik ist. Hier hinten ist irgendwo ein Caterium-Erzlager. Das habe ich schon angezapft. Und ja, so, ich sag mal so 20, 30 Meter vor dem Caterium-Erzlager kommt dieses Stickstoffgas-Vorkommen hin. Natürlich bitter. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, auf das Stickstoffgas. Aber wenn ich es brauchen würde, dann müsste ich hier meine Fabrik ein bisschen umbauen. Entweder tue den einen Teil einfach oben drauf setzen oder nebenhin oder wie auch immer. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Sonst habe ich eigentlich keine großen Änderungen gesehen, was irgendwie jetzt meine Map betreffen würde. Denn hier der rote Wald, da hat sich ein bisschen was geändert. Das ist hübscher, finde ich. Und ja. Mal schauen, was sich sonst so alles ändert. Genau. Genau, ich bin jetzt hier in der Wüste. Klar, wo denn sonst? Und ich werde jetzt beginnen, hier irgendwie die Bahnstationen aufzubauen, die ich in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge natürlich erwähnt hatte. Und zwar kommen hier 4 Bahnstationen hin, 2 Stück mit jeweils 6 Waggons, eine mit 4 und eine mit 3 Waggons. Beziehungsweise die Lokomotive muss man immer mitrechnen, dementsprechend groß wird das Ganze. Genau. Ich werde es hier mal probieren, irgendwie hier alles hinzubauen. Ja, ich kann schon denken, dass, ja, vielleicht bekomme ich 3 nebeneinander hin. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Und dann fahren die Züge hier nach vorne raus und dann mit einem Bogen über dieses Gleis drüber und dann wieder hier wieder so drauf. So ungefähr so. Ja, habe es so gedacht. Das könnte wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, habe extra einen Wecker gestellt, dass ich früh aufstehe, dass ich das Video hinbekomme, beziehungsweise ich muss ja für den Freitag auch noch ein bisschen was aufnehmen. Genau, dann werde ich mal hier beginnen mit meiner Bahnhofsbaustelle. Hi Leute, willkommen zurück. Ja, wie man hier sieht, ist mein Zug, der hier den ganzen Müll einsammelt, oder nicht einsammelt, sondern mitbekommt, nicht mehr alleine. Ich habe hier meine 2 Bauzüge hierher gerufen mit jede Menge Baumaterial, weil hier ist doch einiges drauf gegangen. Hier stehen jetzt 4 Bahnstationen. Und zwar probiere ich mal ein anderes Layout aus, und zwar die Stationen hintereinander anzuordnen. Das heißt, dass dieser Zug durch die Bahnstation da hinten, ne, durchfahren muss, um hierher zu kommen, beziehungsweise der hintere Zug muss durch diese Bahnstation fahren. Das hat folgenden Hintergrund: Ich spare somit etwas Platz, und andererseits ist es vom Platz leider nicht anders da gegangen. Wenn man hier schaut, hier Felsen, geht nicht anders. Doof, egal. Genau, hier das gleiche, exakt genau das gleiche. Und zwar, man sieht hier oben Linie 36 Stahlfabrik. Also Stahlfabrik, so heißen alle Bahnstationen.
jeweils die Liniennummer habe ich geändert. Und zwar dieser Zug, Linie 36, den gibt es ja schon, der ist hier unten, ne? Der fährt quasi hier rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Genau, mehrere Routen hat er nicht. Und die hintere Bahnstation ist die Linie 37. Und die Linie 37, da muss ich ja drüben noch was bauen, weil hier, oder ja da, genau, weil der Zug muss Gummi abholen. Aber nicht für diese Fabrik, sondern für eine andere Fabrik. Und aus dem Gummi, ja, wird was anderes gemacht. Aber das Nebenprodukt ist Petrolkoks. Und das wird hier gebraucht. Und der Zug fährt immer hier, hin, her, hin, her, hin, her. Und zumindest ist diese Route kürzer als diese Route. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass sich diese zwei Züge irgendwie, irgendwann mal hier begegnen oder stauen, sage ich mal. Genau. Genau das gleiche habe ich hier drüben. Linie 38. Der Zug Linie 38 fährt Stahlrohre und Stahlträger zu einer weiteren Produktionsstätte. Die ist vielleicht sogar noch weiter entfernt. Ja, vielleicht irgendwo da drüben oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht hier in dem Gebiet oder da. Na, vielleicht hier so rein, weil da ist noch gar nichts gebaut. Eieiei. Halt, wenn man Ressourcen ausblendet. Ah, wieder ein bisschen geordneter, aber auch nicht besser. Eieiei. Genau, und hier diese Bahnstation ist eine bekannte Zuglinie. Die Linie 27, und das ist der Zug der Stahlbarren von der Stahlbarrenfabrik von hier unten. Nee, Sekunde. Mega Stahlbarrenfabrik, genau. Der Zug fährt von hier hierher. Lädt hier bei der Turbomotorfabrik. Oder nee, was ist das? Doch, Turbomotorfabrik, genau, lädt der Stahlbarren ab, dann fährt er weiter hierher zur Supercomputerfabrik, lädt da ein Teil ab und dann fährt er wieder ja, nach Hause. Hierher, genau. Und wenn ich jetzt hier diese Abladestelle zunehme, dann werde ich anders schicken oder anders da die Route planen. Ihr fährt von hier erst hierher, dann fährt er hier zur Turbomotorfabrik, dann zur Supercomputerfabrik und dann jetzt wieder nach Hause. Also der fährt einmal im Kreis und somit wird auch hier das Gleis, wo schon sehr, sehr viele Züge unterwegs sind, viel weniger belastet. Genau, so wäre mein Plan, sage ich einmal. Ja. Und denke auch, das könnte ganz kurz funktionieren. Fährt so rein, hier wird dann abgeladen und dann fährt er wieder raus. Ja, genau, das könnte funktionieren, genau. Und da, wie gesagt, die eine Zugroute länger ist als die andere, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass sich hier die Züge treffen. Und somit kann ich auch die Bahnstation hintereinander bauen und spare somit viel Platz. Und weiterer Vorteil von dieser Konstruktion, von dieser Bauart, wie auch immer, hier in der Mitte habe ich Platz für sehr, sehr viel Infrastruktur, sage ich mal. Das heißt, ich kann hier Container, Förderbänder, Splitter, Fusionatoren, alles Mögliche hier platzieren, um die eigentliche Produktion mit Ressourcen zu versorgen, beziehungsweise die produzierten Sachen hier schnell in die Bahnstation zu bringen. Genau, man sieht hier, das ist relativ gleich lang. Das Ganze wird hier ein geschlossenes Gebäude, da werde ich wieder das irgendwie zubauen. Und dann gehen die Gleise hier auf das Hauptgleis. Genau. Also ich habe bloß zwei Gleise. Das sieht man ganz gut. Das Gleis geht dann hier rüber. Irgendwie. Und das Gleis genauso. Entweder mal hier zwei Zufahrten. Ist das eine Schnecke? Nee, oder?
Mikroquarz. Hey, warum leuchtet das so komisch? Ich dachte erst, da wäre eine Schnecke. Okay, dann nicht. Wieder jede Menge Zeug dabei. Ja, man sieht im Untergrund, da ist momentan auch noch nichts, aber da könnte von der Infrastruktur her vielleicht noch ein paar Förderbänder von A nach B bauen. Ja, genau, apropos Förderbänder. Hier drüben gibt es ein Kalksteinerzlager oder Kalksteinlager. Und hier der Zug, der bringt Kalkstein zu meiner schweren modularen Rahmenfabrik. Easy, einfach hier meine einstellen, hier rüber. Das war die, hoppla. 1, 2, 3, genau, die dritte Basche zu finden. Kann ich schlecht das hier so hinbauen, oder? Ne, da geht das Pferdeband einfach unten rein, unten entlang. Und damit ein Lift hier nach oben und dann hier rein, genau. Vielleicht hier nochmal einen Puffercontainer hinstellen. Ja, ist eigentlich nicht nötig, weil 141 Einheiten muss der Zug abholen. Also, das ist wirklich nicht viel. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, wie ist ja, wie auch immer, egal. Okay, eins wollte ich schnell zeigen, was sich zufälligerweise ergeben hat. Wenn man hier schaut, da sind noch ein paar Zentimeter Platz zum Felsen. Hat genau gepasst, optimal. Genau. Und auch hier das Ausfahrtsgleis ist nur so provisorisch, dass hier der ganze Bereich mal Strom hat. Genau. Dann werde ich hinten das Einfahrtsgleis endlich mal fertigstellen, dass die Züge auch richtig reinfahren können. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Dann zeige ich euch das Ganze und dann geht es hier ins Ausfahrtsgleis. Und dann hoffentlich in der nächsten Folge, wo ich mich schon wahnsinnig darauf freue, geht es nicht mehr um Gleise. Weil in den letzten Folgen ist es leider, oder ja, leider, ja, kann man sagen, hauptsächlich um Gleise gegangen. Halt, hier können wir ein bisschen was machen, Sekunde. Fundamente, wo ist Rampe, 1 Meter. Flieg, genau so. Kann man irgendwie nicht schön anordnen, so. Es geht. Drehen. Es dreht sich immer andersrum. Okay. Ja, das mal dann offscreen da fertig. Kann man so machen. Vielleicht, halt falsche Taste, B wie Baumenü. Vielleicht hier den Zaun. Halt. Standard. Ach nee, nee. Das machen wir nicht. Das ist zu viel Spielerei. Kann auch weg. Sehr schön. Genau, dann wie gesagt mache ich hier mal einen kleinen Cut. Werde hier mal das Einfahrtsgleis fertigstellen. Und sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, da braut sich gerade Gewitter zusammen. ja, oder zumindest nur Regen. Na, eher Regen wird es sein. aber hier in der Wüste regnet es eher selten. Also kann ich schon mal beruhigt sein. Genau, ich habe hier mal was fertiggestellt. Hopp, Licht aus. Genau. Hier das Zufahrtsgleis. Erst ist ein Gleis und dann splittet sich das auf zwei Gleise, weil ich eben zwei Linien habe. Oder zwei Einfahrtswege, ja, Einfahrtswege, ja, so kann man es nennen, genau. Schön langgezogene Kurve, hier ein bisschen enger, aber das passt schon so, würde ich sagen. Genau, hier das Ganze wird noch verkleidet, hier kommt dann noch mit Wand und haben wir das hier, automatische Tor. Ne, halt geht nicht. Genau, das haben wir anders gemacht. Und zwar brauche ich den Block. Dann ist er weg. Dann kommt das. Nein! Kommt da hin, genau. Es gehen bei Wände rein. So, jetzt brauchen wir das Tor. Wo ist das? Da ist das Tor, genau. Und einmal so rum. So rum.
so her. Und so. Ja, da schon haben wir das Tor fertiggestellt. Das Signal ist innerhalb der Halle. Ja, das ist eine Giftpflanze, lass ich mal stehen. Ist der letzte hier. Alle anderen habe ich schon weggesprengt. Hier machen wir schnell das gleiche. Mal so hin, dann zack, zack. Dann halt Wände. Wo ist Tor, 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 Tor? Einmal das hin. Und das hin. Sehr schön. So kann der Zug hier reinfahren. Passt, sehr gut. Wenn man das Tor offen ist, sieht man das Signal auch. Hm. Mehr oder weniger. Nee, eher weniger. Eher weniger. Na, egal, passt schon. Genau, und jetzt geht's hier an die Ausfahrt, an das Ausfahrtsgleis, wie auch immer. Ja. Das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil da vorne, das war eher, wie soll ich sagen, zweidimensional. Das war ja alles auf einer Ebene. Aber hier muss ich jetzt mal irgendwie hier nach vorne fahren. Irgendwie nach vorne, vorne, vorne. Ich weiß nicht, ob ich das so mache. Nehmen wir das mittlere. Oder ein bisschen weiter rechts. So entlang fahre. Das könnte. Ah, kommen wir knapp nicht vorbei. Genau, ich würde von hier aus, von hier nach dort fahren und von hier dann gleich eine Linkskurve könnte. Nee, das wird nicht funktionieren. Das wird, glaube ich, nicht ganz funktionieren. Ah, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Ja, muss ich genau überlegen, wie ich es machen werde. Weil ich wollte ja hier einfach so einen Bogen einbauen, damit der Zug auf das drübere Gleis wieder zurückfahren kann. Auf die, genau, auf dieses Gleis, genau. Aber das wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Ich werde das Ganze, glaube ich, einmal versetzen. Halt, doof, hier, genau. Einmal um einen halben Meter versetzen. Halt, das kann weg. Das kann, halt, das kann da bleiben. Jetzt kann das weg, genau. Das kann mit dem Gleis auch hier durchfahren. Haha, sehr schön. Von der Höhe. Ja, halt, nee, hat schon gestimmt, Zug, aber ein Meter. Komm hier drüber. Ah, ganz knapp. Ha, da ist sogar Platz. Haha, ein Zentimeter. Passt optimal, sehr gut. Genau, dann geht das Gleis hier geradeaus. Zu unserem Buckligen da nach vorne. Und gleich nach dieser Säule macht das Gleis einen Bogen und da drüben dann wieder auf das Hauptgleis. So könnte das Ganze, glaube ich, auch gut funktionieren. Genau, dann würde ich mal sagen, mache ich hier einen kleinen Cut. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier, ja, wie soll ich sagen, ein paar Meter Gleise gebaut habe. Also, bis gleich. Hi Leute, willkommen zurück. Ja, das Einfahrtsgleis habt ihr ja gesehen. Und das Ausfahrtsgleis sieht nun so aus. Hier fahren die Züge letztendlich raus. Und ich fahre einfach mal mit der Bahn, wollte ich sagen. nee. Mit dem Zug fahre ich mal mit.
Ja, wunderbar. Wunderbar, würde ich sagen. Gefällt mir. Ah, von mir aus. Ja, bleibt schon stehen. Ich habe mir ausgeschaltet. Ja, das war es eigentlich schon wieder für diese Folge. Bleibst du stehen? Ja, dann bleib stehen. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich schon mal die ganze Gleisgeschichte gebaut. Sehr, sehr viele Gleise. Vier Bahnhöfe. Wie gesagt, Einfahrtsgleis hier, Ausfahrtsgleis drüben. Eieiei. Ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Ob ich hier in der Mitte auch genügend Platz habe für die Container. Ja, da kriegt man schon ein paar Container nebeneinander hin. Eins. Warum ist das gedreht? Zwei, drei, vier theoretisch. Ja, vielleicht eher stapeln oder. Ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Eieiei. Weil einerseits werden hier relativ viele Ressourcen abgeholt. Andererseits wird auch was angeliefert, logischerweise. Angeliefert wird über diese Bahnstation die Stahlbarren, das habe ich vorher schon erwähnt. Und über diese Bahnstation das Petrolkoks. Genau. Das Ganze muss ja irgendwie dann verarbeitet werden. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich es mache. Ich werde, glaube ich, einfach oben drüber die eigentliche Produktionsanlage setzen. Oder Anlagen. Weil es sind ja mehrere Bereiche. Ja, mal schauen, wie ich es mache. Denn ich brauche 1971 Stahlbarren. Dafür habe ich zwei Produktionsketten, sagen wir mal, vorgesehen. Einmal Gießereien, dieses Rezept nehmen Kohle. Halt, ich kann da reinschauen. Stahlbarren. Einmal nehme ich das Rezept Kohle und Eisenbarren. Was ist denn das, oder? 60. Verdichtete Kohle, nee. Das wäre günstiger. Schwefel gibt es hier auch in der Nähe. Ja, sind wir nur 37,5 pro Minute. Das ausklappt mal kurz vergleichen. 60, 37. Habe ich Verhältnis bei der Eisenbarren? Ja, okay, das kann man schlecht vergleichen. Eisenbarren mit Eisenerz. Ah, nehme trotzdem mein Rezept: Eisenbarren und Kohle. Genau, 60 Einheiten. Einmal nehme ich das Rezept, wie gesagt. Und einmal nehme ich das Rezept: Eisenerz und Petrolkoks. Ist ungefähr. Ja, Hälfte, Hälfte, ja, nicht ganz. 900 Einheiten, 900 Stahlbarren kommen von dem Rezept und Rest von dem Rezept. Genau. 100 ist schon geil. 100 Einheiten. Ja, wird auch ein bisschen mehr Eisenerz gebraucht. Aber egal, das passt schon so. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also macht es gut, bis dann. Ciao.